Liebe Gäste, große und kleine, vor allem liebe Kinder, wir begrüßen Sie sehr herzlich in unserem schönen Tierpark. Da haben Sie sich etwas Gutes angetan, denn Sie werden heute etwas Einzigartiges erleben. Etwas, wovon Sie noch lange zehren werden. Wir zeigen Ihnen wilde und zahme Tiere aus allen Erdteilen, aus Afrika, aus Amerika, Asien, Australien. Aber mehr als das, wir bringen sie Ihnen hautnah, sozusagen auf Tuchfühlung. Früher, da konnten Sie mit dem Auto zu den Löwen und den Tigern fahren. Heute geht es noch eleganter. Sie fahren mit der Eisenbahn, einer ganz besonderen Eisenbahn. Wissen Sie, wir haben uns dazu entschlossen, weil Menschen und Tiere keine Abgase einatmen und eben gesund bleiben sollen. Unser Safariland ist der erste große Tierpark in Europa, der seine Gäste so umweltfreundlich empfängt. Sicher gefällt Ihnen unsere Eisenbahn. Vielleicht haben Sie die Oldtimer-Lokomotive und die Wagen schon fotografiert. Und wenn nicht, na dann holen Sie das noch nach. Übrigens etwas für Techniker. Eine solche Lok wird auch im Bergbau, also unter Tage, benutzt, denn sie fährt so gut wie abgasfrei. Sie leistet 90 PS. Wir können 8 Wagen anhängen und bis zu 100 Personen auf einmal befördern. Auf unseren Schmalspurschienen von 75 cm Abstand und 2,5 Kilometer Länge. Da haben wir viel Geld hineingesteckt, denn die ganze Anlage kostet immerhin, na so, 1,5 Millionen Mark. So. Zuerst schließen wir die hintere Tür der Schleuse, dann öffnen wir die vordere Tür und der Weg zu den 4 Raubtiergehegen ist frei. Na, wie fühlen Sie sich denn hinter Gittern? Ja, diesmal sind nicht die Tiere, sondern die Menschen hinter Gittern und wir wissen leider nicht, wie die Löwen darüber denken. Aber wir haben Sie, unsere verehrten Gäste, zu Ihrer Sicherheit so wohl geborgen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Wagentüren bleiben während der ganzen Fahrt fest verschlossen. Niemand wird rausfallen. Natürlich sollten Sie, wenn eines der großen Tiere sich Ihrem Wagen nähert, nicht unbedingt die Finger rausstrecken. Löwen und Tiger haben immer Appetit auf Fleisch. Verhalten Sie sich ganz normal. Aber fotografieren Sie nach Herzenslust. Besonders dann, wenn wir einen Stopp einlegen. Ach ja, noch eins. Bitte nicht füttern. Wissen Sie, die Großtiere fressen ohnehin nur Fleisch und das haben Sie zufällig wohl nicht dabei, oder? Also, da rechnen wir mit Ihrem Verständnis und Ihrer Mithilfe. Ich erzähle Ihnen ein bisschen was über die Löwen. Wir haben an die 50 hier im Dienst. Das größere Tier mit der prächtigen Mähne, das ist er, der Löwe, der König der Tiere. Die Löwin hat eine glatte Haut und ist, sie ist etwas zarter gebaut. Die Männer sind hier ausnahmsweise schöner und ansehnlicher. Tja. Schauen Sie auf den dicken, fast viereckigen Kopf, die breite, runde Schnauze. Die Pranken sind die größten aller Katzen.
Wo die einmal zuschlagen, na also da wächst so leicht kein Kraut mehr. Das wissen auch die Tiere der Wüste und der Steppen in Afrika. Sie haben eine schreckliche Angst vor dem Löwen. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann verlieren sie vor Entsetzen fast die Besinnung. Die Araber haben ein sehr bezeichnendes Wort dafür. Rat, das heißt donnern. Und so klingt das. So hört sich das also an, wenn der Löwe hungrig, wütend oder eifersüchtig ist. Im Grunde ist der Löwe träge, ja man kann sogar sagen faul. Nachts, da wird er munter, wenn er auf die Jagd geht, in Rudeln zu 6, 8 Stück. Die Löwinnen treiben das Wild und reißen es, und er, der stolze Gebieter, er verteilt dann die Beute und frisst, wobei er sich natürlich den Löwenanteil sichert. Was glauben Sie, was ein Löwe pro Tag so frisst? Wir geben ihm eine Riesenportion Rind- und Pferdefleisch. Manch armer Mensch stand schon erschüttert, sah er, wie man die Löwen füttert. Sie kriegen meist auf einen Schlag 10 Kilo schieres Fleisch am Tag. Übrigens zu festen Zeiten. Die Fütterung erfolgt nur abends in den Stallungen. Da mampfen die Löwen in ihren ganz privaten Boxen. Das muss sein, damit kein Futterneid entsteht. Ja, es geht den Tieren wie den Menschen. Im Sommer werden dem Fleisch Kalk und im Winter Lebertran beigegeben. König Löwe frisst das gern. Einmal in der Woche, am Samstag, wird der König auf Diät gesetzt. Da kriegt er 3 bis 4 Liter Milch und 10 bis 15 Eier. Das ist auch nicht schlecht, oder? Hier bei uns hat der Löwe ganz regelmäßig seine Kost. Draußen auf freier Wildbahn, da muss er sich schon selber umtun. Und wenn er eine Antilope oder eine Wildziege reißt, dann frisst er bis zu 40, 50 Kilo Fleisch auf einmal und ist so pappesatt, dass er kaum mehr stehen kann, verkriecht sich ins Dickicht und kommt erst wieder hervor, wenn er Hunger hat. Der Löwe lässt sich sehr gut in Gefangenschaft halten. Und davon profitieren ja auch wir hier im Safariland. Denn schauen Sie sich um. Lauter liebe Löwen. Recht milde Sorten wir erwarten durch Züchtung jetzt im eigenen Garten. Der Löwe nämlich, der beweibt sich und pflanzt sich sogar fort in Leipzig. Und mancher ist geborener Sachse, statt dass er in der Wüste wachse. In unserem Safariland gibt es noch eine Sensation. Wir haben den Versuch gemacht und Löwen und Tiger zusammengetan, von jung auf. Und das ist wohl gelungen. Bengaltiger aus Indien und Löwinnen aus Afrika leben friedlich miteinander. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn sonst sind Löwen und Tiger wie, na, sagen wir, Hund und Katze. Aber die hier, die vertragen sich prima. Übrigens hat man in Japan und in den USA Löwe und Tiger gekreuzt. Vater Löwe und Mutter Tiger. Geboren wurde ein männlicher Tiglon. Das ist ein merkwürdiges Exemplar. Der Kopf mit Löwenmähne, der Leib gestreift wie ein Tiger. Na, vielleicht können wir Ihnen bei Ihrem nächsten Besuch auch einen Tiglon zeigen. Sie wissen ja, Safariland bietet jedes Jahr sensationelle Neuigkeiten. Ich muss Ihnen aber noch etwas über den Tiger erzählen. Der Löwe wird etwa 3 Meter lang und wiegt bis zu 6 Zentnern. Der Tiger aber wächst zu einer Größe bis zu 4 Metern und kann 8 Zentner auf die Waage bringen. Ja, der sibirische Tiger, der größte seiner Art, ist noch mächtiger. Aber man trifft ihn kaum mehr an. Auch das dumpfe Gebrüll des Tigers ist nicht ohne. Wow!
Tiger ist ein guter Schwimmer. Er hat ein hervorragendes Gehör und einen hochentwickelten Tastsinn. Zu den bekanntesten Arten rechnen wir den Sumatra-Tiger, den schon erwähnten sibirischen Tiger und den bengalischen oder Königstiger, von dem einige besonders stattliche Exemplare hier bei uns im Safariland leben. Haben Sie keine Angst, eine so unersättlich blutgierige Kreatur, als die er verschrien ist, ist er gar nicht. Er gibt sich eher träge und scheu. Naja, bei uns kriegt er ja auch gut zu fressen. So fantastisch er auch zu schleichen und zu springen weiß, unser Zaun, 4 Kilometer lang und 4,50 Meter hoch, hält ihn von jedem Abenteuer fern. Da ist noch keiner drüber gesprungen. Und einen geklaut hat uns auch noch keiner. Gott sei Dank. Wissen Sie, ein Königstiger ist teuer. Na, was schätzen Sie? Na? Sie werden's nicht glauben. Fast 10.000 Mark. Und noch eine Quizfrage. Wie groß, schätzen Sie, ist unser Safariland? So schnell werden Sie nicht darauf kommen. 50 Hektar sind es. Da könnten wir über 60 große Fußballfelder unterbringen. Aber da müssen wir unseren Mischwald abholzen und das wollen wir auf keinen Fall. Auf den sind wir stolz. Und die Löwen und Tiger auch. Sie lieben die schattenspendenden deutschen Eichen. Sicher haben Sie schon bemerkt, dass wir mehrere Gehege angelegt haben. Sie sind durch Zwischentore abgesichert. Wir bringen die Tiere zusammen, die sich untereinander gut vertragen. Raufereien wollen wir natürlich auch nicht haben, denn wenn die sich die Augen auskratzen oder gar totbeißen, na, dann wäre der Schaden groß. Ein Löwe kostet heute immerhin 3.000 Mark und er ist auch nur schwer zu kriegen. Übrigens sehen Sie im 3. und 4. Gehege nur Löwen. Ein paar Worte zu unseren Tierpflegern. Es ist ganz klar, dass auch die größten und stärksten Raubkatzen gehegt und gepflegt sein wollen. Das besorgen unsere Tierpfleger. Sie füttern sie, halten die Stallungen sauber, beobachten ihren Gesundheitszustand. Da gehört eine gehörige Portion Tierliebe dazu. Das ist kein Job, kein Allerweltsberuf. Und zum Tierpfleger muss man auch eine Menge Mut aufbringen, Scharfsinn und Reaktionsvermögen. Denn in die Seele einer gefährlichen großen Katze, da kann man nicht jederzeit hineinsehen. Da muss man auch mal, na, sagen wir, mit schlechter Laune rechnen. Ja, das eine oder andere Tier ist sogar unberechenbar. Und auch das sollen Sie wissen. Auch wenn Sie es nicht bemerken, weil es vielleicht im Verborgenen geschieht, die Augen unserer Tierhelfer sind auch immer auf Sie, unsere verehrten Gäste, gerichtet. Sie sind in guter Obhut. Übrigens, die Idee, das Safariland zu bauen, hatte Arthur Frank, in dessen Händen auch die Leitung dieses Tierfreigeheges liegt. Hinter dem 4. Gehege haben wir wieder eine Schleuse angelegt. Die Türe schließt sich hinter dem letzten Wagen und wir fahren dann in das Großwildfreigehege ein. Damit geht die Fahrt mit der Eisenbahn zu Ende und Ihr nächstes Abenteuer beginnt. Sie können sich frei unter den seltenen exotischen Tieren tummeln. Auch hier dürfen wir Sie herzlich bitten, das Wild nicht zu füttern. Sie wollen ja, wenn Sie unser Safariland wieder einmal besuchen, gesunde Tiere sehen, die sich lebensfroh tummeln, so wie das jetzt gleich vor Ihren Augen geschieht. Bitte geben Sie auf Ihre Kinder Acht, dass Sie die Tiere nicht anfassen oder reizen. Was sehen Sie alles? Die Elefanten zum Beispiel sind reizende Gesellen. Ungewöhnlich ihr Rüssel, den sie als Schlag- und Greifwerkzeug benutzen und mit dem sie ihre Nahrung aufnehmen. Oder die Stoßzähne, die gewaltigen. Sie dienen als Waffe und Werkzeug, als Hebelstangen, Stemmeisen und Schaufeln. Unsere Elefanten kommen aus Indien und aus Afrika.
Schauen Sie sich die schönen großen Augen unserer Netz- und Sterngiraffen an. Dann werden Sie verstehen, weshalb die Araber zu diesem Tier mit dem sanften Wesen Serafi, die Liebliche, sagen. Auf der Safariland-Bäreninsel leben auch Bären. Sie wissen ja, der Bär, 2 Meter oder länger, ist ausgesprochener Sohlengänger. Kein Schuss das Leben ihm verteuert, Natur die Sohlen ihm erneuert, des freilich einzigen Paar Schuhs. Er ist dann zeitweise schlecht bei Fuß. Freilich, unser Meister Petz ist gut zu Fuß. Sowohl der kanadische Schwarzbär, das ist ein Geschenk des bekannten Sängers Ivan Rebrov, wie auch die Kragenbären. Schauen Sie sich auch die Steppenrinder, die Gnus, Zebus, Bisons und Esel an. Und die Zebras, die immer so aussehen, als hätten sie vergessen, ihren Schlafanzug auszuziehen. Sie finden übrigens eine große Seltenheit bei uns im Safariland, nämlich die Kreuzung zwischen einem Eselhengst und einer Zebrastute. Der Vater, ein Esel, ja, das kommt schon vor, ne? Hat dem Kind den Oberkörper vererbt, die Mutter die Ringelsöckchen an den Beinen. Machen Sie doch mal untereinander eine Wette. Wer entdeckt zuerst dieses seltene Tier? Kamele haben wir auch und Dromedare, Watussi-Rinder, Yaks, Kaffernbüffel, Emus, Strauße und Nandus. Eben alle die exotischen Tiere, die man in Afrika, Amerika und in einigen Ländern Asiens heute noch findet. Auch Pelikane, Kronen- und Jungfernkraniche und Störche, ich kann sie gar nicht alle auf einmal aufzählen. Wissen Sie was? Fahren Sie mit unserer Einschienenhochbahn durch das Großwildfreigehege. Da haben Sie einen sensationellen Blick von oben auf die exotische Tierwelt und können die schönsten Schnappschüsse mit Ihrem Fotoapparat machen. Für diese Fahrt brauchen Sie nichts extra zu bezahlen. Alles im Preis inbegriffen. Auch wenn Sie noch einmal mit dieser Eisenbahn fahren wollen, bitte sehr, machen Sie das. Etwas ganz Wichtiges darf ich nicht vergessen. Wir bieten Ihnen im Safariland eine fantastische Delfinshow. Die Kobolde und Antilopen des Meeres, sagt man, weil sie so spaßig und flink sind. Diese intelligenten und drolligen Tiere machen die tollsten Kunststücke in einem 15 Meter langen, 9 Meter breiten und 3 Meter tiefen Becken. Das müssen Sie sich anschauen. Die Anfangszeiten für unsere Delfinshow werden rechtzeitig ausgerufen. Aber damit nicht genug. Safariland bietet für seine großen und kleinen Gäste eine Fülle von Spielen und Unterhaltung. Wir haben einen Kinderspielplatz mit einer kleinen Western-Eisenbahn aufgebaut. Eine Ponyreitbahn lässt die Herzen der Kinder höher schlagen. Sie können mit dem Bogen schießen oder mit einem Miniscooter fahren. Eine Schießhalle ist da, Souvenirläden und Imbissstände. Und falls Sie etwas größeren Appetit haben, unser gut geführtes großes Restaurant erwartet Sie zu einer Verschnaufpause. Denn Safariland, das ist schon ein Tagesausflug. Am Großwildfreigehege steigen Sie aus. Wir entlassen Sie dann aus Ihrem amüsanten Käfig. Und Sie werden sich mitten unter unseren Tieren bewegen. Wenn der Zug angehalten hat, brauchen Sie nur gegen die Tür zu drücken. Schon öffnet sie sich. Die Freunde des Safarilandes wollen Sie für unsere schöne Tierwelt begeistern, wollen Sie unterhalten und informieren.
Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und kommen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten wieder. Sie werden in jedem Jahr etwas Neues erleben. Oh ja, wir haben noch viele sensationelle Überraschungen vorbereitet. Entdecken Sie sie beim nächsten Mal. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.